Hallo, ich bin gerade hier bei Arcania. Wir sind in Part Nummer 6 und ja, wir sind gerade, nachdem unsere Verlobte und unser ganzes Dorf ausgelöscht wurde, auf dem Anfang unseres Rachefeldzugs und wir haben gerade Attributpunkte, die wir verteilen können, weil wir einen Stufenaufstieg hatten. Das werde ich gleich machen. Erstmal wieder der typische Test. Wir sehen uns sofort wieder. So, das sollte alles klappen. Ich habe den Ton etwas lauter gestellt. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu laut, aber auch egal. Ich verteile jetzt erst einfach mal die Attributpunkte. Was kann man denn hier? Wir haben 3 Punkte, das ist nicht viel. Wo wollen wir denn überhaupt werden? Was gibt es denn für nächste Fähigkeiten? Schlagring. Führe bis zu 6 Attacken in Folge aus, bevor du dich erholen musst. Das ist immer cool. Lade deinen Schlag durch Gedrücktheiten der Angriffstaste bis zu 20 auf der Ausdauer. Ruhigere Zielen. Ja, ich denke, das ist alles gut. Ach, jetzt kann ich aber auch diese Sachen. Das verteile ich auf Anpirschen. Schleichentaste. Können wir auch Magie. Und entweder Gleichmut. Kann man Frostfall. Oder Dominanz kann man Blitzschlag. 19 Schaden, 29 Schaden. Was nehmen wir wohl? Obwohl der andere, der lähmt, glaube ich, auch noch 4 Sekunden elektrisiert. Ja, akzeptieren. So. Dann gehen wir einfach mal. Es wurde empfohlen von unserem Freund Diego, in diese Taverne dort oben zu gehen. Das tun wir auch. Es regnet, wie man sieht. Und ich wette, es gibt schon irgendwelche Gegner. Sonnenbeeren. Die liegen hier rum. Die nehmen wir natürlich mit. So, da auch habe ich gerade eben noch gesehen. Sonnenbeere. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich aufs Video auswirkt, aber im Moment bin ich auf einer richtig scheiß Framerate. Von 16 Frames. Oh, das sieht doch mal sehr nach einem Feind aus. Da will wohl jemand sterben. Nein! Oh, scheiße. Zu spät. Scheiße, scheiße. Ich muss hier weg. Oh, gut so. Der ist tot. Hey, der andere ist ja auch gestorben. Ich dachte, der wäre schon tot. Der war noch gar nicht tot. So, egal. Tütet! Sterbt, ihr Goblins! Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Diese Stämme sind immer ganz lustig, aus denen die kommen. Hier sieht man aber auch schon direkt am ersten Weg, wie wenig, oder ich glaube zumindest, man sieht es ziemlich gut, wie wenig Auswahlmöglichkeiten man hat. Ich glaube nicht, dass man hier, doch, man kommt hier sogar ziemlich weit ins Land. Ja, das war jetzt ein bisschen unpassend. Egal. Letztendlich wird man aber später sehen, wenn man, eigentlich gibt es nicht viele Nebenquests, und wenn man alle eigentlich, ja, die meisten trotzdem macht, gibt es trotzdem keine große Abweichung von der Hauptlinie. Ich denke, bevor wir erstmal hier reingehen, können wir hier auch noch ein bisschen die Land erkunden. War das ein Zahn? Seit wann haben die Fliegen Zähne? Okay. Ich will das jetzt mal nicht in Frage stellen. Das hat bestimmt seinen Grund, dass die Fliegen hier die Zähne haben. Schauen wir mal, was gibt es hier sonst noch Schönes? Hier liegt noch was am Wegrand. So, dann können wir auch den Weg hier mal entlang gehen. Dann geht es, glaube ich, wieder zur Küste. Lalala. Oh, das sieht mir sehr nach einem Lager aus. Da gibt es doch bestimmt etwas abzustauben. Und Goblins gibt es auch zum Killen. Oh ja. Oh, der macht sogar Pfeile schießen. Angst vor solchen Käferfresserstamm. Oh, das sieht aber wirklich übel aus. Mal ganz ehrlich, sorry. Inventar. Schauen wir, was wir essen können.
Oder drei kann ich erdecken. Nein, gar nicht gut. Scheiße. Fuck. Nein. Oh nein. Oh mein Gott. Letzter Spielstand. Scheiße. Okay, das war jetzt ein großer Fail. Egal. Ach nö. Egal. Wir machen es nochmal. Könnte es ja im Schnellvorlauf machen, aber ich glaube, ich mache das nicht im Schnellvorlauf. Da muss der Zuschauer halt sich ein bisschen gedulden. Ich weiß jetzt, wo es mehr oder weniger entlang geht. Ich weiß auch, dass dort hier irgendwo ein Goblin sein sollte. Den sehe ich gerade aber nicht. Da. Der liegt da. Stirb, Scheiße. Das sind unsere anderen beiden Pfeile. Na, Freundchen. Denkst du, ich bin stärker als ich, aber das bist du nicht. Krieger des Käferesserstammes. Wo ist der andere? Ich sehe dich nicht. Ah, da. Schnell weg, weg. Geht doch. Aber ich glaube, ich habe Schaden bekommen, oder? Dieser Schlag nervt echt, weil man den nicht unterbrechen kann. Das ist aber auch voll logisch. Ne? Man wird geschlagen und mit einem Schwert oder mal einer Machete oder was auch immer ich hier habe. Und das ändert nichts am Schlag meines Gegners. Es ist so, als würde man dich anschießen und nicht du reagierst nicht drauf. Ja, du reagierst nicht drauf. So als würden die unter Drogen stehen. Vielleicht ist das ja der Drogenschlag. Ja, ich weiß, ich bin jetzt das weiter hochgegangen. Wollte hier einfach noch ein bisschen abstauben von Kräutern und sowas. Und ich gehe jetzt aber wieder den alten Weg. Da hinten ist ja die Blutliege. Oder ich glaube, es ist die Blutliege. Ich weiß bloß, was den Gothic Blutfliegen hießen. Ja. Ja auch. Hallo, hallo, wo bist du? Da bist du. Ich finde es eigentlich schade, weil irgendwie fehlt jetzt sowohl im Arcania als auch in Risen, was ja von beides von den beiden Herstellern, die mal Gothic gemacht haben, zusammen ist, da fehlt jetzt beides mal irgendwann einfach ein wichtiger Teil, finde ich, weil die sich ja irgendwann mal zu gestritten haben und das ist eigentlich ziemlich nachteilig für das Spiel. Ich hasse Regen, glaube ich. Fuck! Scheiße! Ich werde hier angebrannt. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ach, ich kann meine Attributpunkte verteilen. Das habe ich jetzt vergessen. Das habe ich ja eben noch gar nicht gemacht. Heimlichkeit, Inbrunst und Gleichmut wollten wir, ne? Gleichmut, so. Speichern. So, okay, dann können wir auch mal im Inventar schauen. Da haben wir doch sicher Schriftstücke. Oh, Blitzschlag. Das ist gut. Baurezept, Baurezept. Questgegenstände. Essbares. Hanfbandagen kommen immer gut. Und den Rest haben wir, glaube ich, schon drin, was drin sein muss. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal Abstand zu diesen Leuten gewinnen. Weil da so ein Typ ist, der Magie macht. Magie ist nie schön. Oh, Häuptling. Man sieht ja, das ist ja toll. Ach, ich habe hier was vergessen. Schamane. Die anderen rennen wieder zurück. Zum Beispiel solches. Naja, ist ja nicht so ein Bug, aber das ist einfach etwas nicht Schönes. Wenn jetzt sagen wir hier, man gegen jemanden kämpft und wenn man einfach weit genug weg ist, dann verzieht er sich einfach mal.
ich kann mich gleich wieder heilen. Ich glaube, ich nehme die Handbandagen dafür. Die sind nämlich echt cool. Die machen, glaube ich, viel. Soweit ich es in Erinnerung habe. Ja, sieht man. So. Kann ich ja jetzt wieder zurück und einen anderen lieben Freund erledigen. Nachdem dieser Schamane dran glauben musste. So. Jetzt stirbst du, mein Freund. Oh, scheiße, da ist dieser Kämpfer oder was auch immer wie. Der gepanzerte oder der größere oder wie. Aber auch nicht. Stirb, stirb, stirb. Komm. So. Dies Absetzen, das nervt echt, aber das kann man ja erlernen mit irgendwelchen Fähigkeiten, kämpferischen Fähigkeiten. So, da ist noch unser letzter. Ach nee, da sind zwei. Einmal der Fernkämpfer. Der Häuptling. Das ist echt eine gute Kombination für mich, aber egal, das schaffe ich. Weg, ausweichen. Gut, der Pfeile-Typ macht auch nur Scheiß. Ist er. Hat sich hier irgendwo versteckt. Na komm schon. Jetzt sei nicht so scheiße. Ey, jetzt blockt er mir hier alles. Womit blockt er eigentlich? Ach so, da hat er doch noch einen Ball. Verdammt, und jetzt, wie kann er wieder. Der wechselt hier die ganze Zeit. Das ist so scheiße. Oder? Vielleicht ist es ein anderer. Der soll auf alle Fälle mal sterben. Ich habe nicht ewig Zeit. Das ist ein kleiner... Scheiße. Das klingt nach Geld. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es immer so. Ich gehe mal wieder in Richtung Küste ein bisschen. Ist das... Kann man die öffnen? Ja, man kann es öffnen. Oh, da wäre ich jetzt fast vorbeigegangen. 14 Nahkampf. Kann ich mal schauen. Vielleicht ist das mehr, als ich bisher habe. Nahkampf, Heiltrank, alchemistisches Recht für geringe Mana-Kräfte. Okay, Inventar. Wie viel habe ich denn hier drin? 14 habe ich? Ja, das neue? 9, das sieht doch gut aus. 1, 14. Habe ich irgendwas Besseres? Nee, sieht nicht so aus. Okay, Fernkampfwaffen. Nee, davon habe ich nicht. Auch 123 Pfeile, kommt gut, kommt immer gut. So. Gehen wir noch ein bisschen in die Richtung. Ja, auch ein bisschen querfeldein. Achso, das ändert so oder so nichts. Okay, hier vielleicht gibt es noch was am Strand, aber da habe ich was glitzern sehen. So, mal umschauen. Okay, das Wasser, das hätte man wirklich besser lösen können, das muss man sagen. Aber ach hier, wäre fast dran vorbeigelaufen. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Och, eine Meeresschildkröte. Das kann man doch bestimmt nicht leicht killen. Ist doch mal nice. 27 EP-Punkte. Und eine Truhe. Aber ich habe auch irgendeinen größeren Feind, scheint so. Oder auch nicht. Das war noch die Meeresschildkröte. Können die angreifen? Egal. Ich töte sie so, so oder so immer mit einem Schlag, also von daher. Meeresschildkröte. Naja. Wie auch immer. Achso, das ist Schleichen. Steuerung ist Schleichen. Okay. Achso, oh ja, ja. Ich könnte dich nochmal töten, aber ich tue es einfach mal. Bin nett. Heute. Ausnahmsweise. Ihre Schildkröten und eine Truhe. Oh ja. So, so, so. Nochmal mehrere Schildkröten. Hä? Oh, oh. Das sah genauso aus. Scheiße, ein Strandgebau. Klar, die würden mich nicht zwei Truhen ohne irgendeinen richtigen Feind ausräubern lassen. Aber der sieht geil aus. Der sieht aus wie eine Meeresschildkröte.
Wert mehr drauf. Hier. Sieht man den. Sieht aus wie so ein Alien. Was gibt's denn denn schönes Beschützenswertes in der Truhe? Ein Kurzbogen, das sieht doch gut aus. Schauen wir mal, wie viel. Rot, Pfeile, Mana, Trank. Glaube ich, zumindest ein alchemistisches niederes Elixier der Helden los. Das klingt doch alles sehr schön. So, haben wir Fernkampfwaffen. Wie viel hat denn diese Fernkampf? 12, ich glaube, das ist besser. Ja, 13. Ein Punkt, ist immerhin schon mal was. So. Und hier auch wieder raus. Oh, hier ist ja auch ein Weg. Ist das der Weg, den ich eben war? Nee, das ist nicht der Weg. Das ist der Weg. Da, das sind Copies. Die hole ich mir noch. Obwohl, nee, die hole ich mir nicht mehr. Ich speichere. Und das war's dann von der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.